Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa-Gerät. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir haben ja gestern erfolgreich unseren ersten, ja, ich sag mal, unseren ersten richtigen Stream hinter uns gebracht. Ich habe auch gerade schon eine Aufnahme begonnen, allerdings nach der Folge wurde mir dann schnell bewusst, ey, ich habe die Webcam vergessen anzumachen, das heißt, ihr hättet mich nicht sehen und hören können. Ja, okay, aber wir sind auf jeden Fall wieder hier bei einer Runde Robocraft, ne? Und wir werden heute natürlich auch wieder streamen, habe ich ja versprochen. Und ich halte natürlich meine Versprechen. Jetzt will ich hier bloß noch vielleicht ein paar von diesen Dreieckchen verbauen, wo wir irgendwo die Möglichkeit haben. Ja, machen wir hier noch eins und hier noch eins. Dann könnte ich das Ding hier wegmachen und könnte... Was sucht denn der Stein hier? Okay, Leute, ich habe nämlich schon angefangen, ein bisschen wieder umzubauen, also mehr von diesen Steinchen drauf zu schustern. Jetzt frage ich mich, was ich hier gemacht habe. Ich muss jetzt gerade mal gucken, Leute. Hier fehlt doch ein Steinchen. Das habe ich doch gerochen im Braten. Okay, ja, wie gesagt, ich habe vorhin so ein mega geiles Match gehabt, Leute. Wo wir keinen Boss hatten und die Gegner hatten einen Boss. Und unser Boss wurde irgendwie nicht connected oder nicht ordentlich connected. Keine Ahnung. Und wir haben sogar gewonnen und ich hätte, glaube ich, mega viele Punkte bekommen. Ich habe es allerdings schon wieder umgewandelt in Steinchen. Okay, wir gehen jetzt erstmal ein Rundchen betteln. Ich muss jetzt hier auf die Aufnahme. Seitdem ich das Streamen angefangen habe, ist mir hier mein Mic verreckt. Der Treiber von meiner Soundkarte. Die Facecam ist mir auch verreckt. Oder beziehungsweise der Treiber von der Facecam. Irgendwie hat sich alles verabschiedet. Jetzt muss ich immer ein bisschen öfters kontrollieren, ob das auch tatsächlich alles funktioniert. Denn heute streamen wir ja schon wieder, Leute. Wir müssen heute aber allerdings T9 ein bisschen machen. T9 und T7, glaube ich. T7, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube aber schon. Aber da kriegen wir auf jeden Fall auf die Schnelle irgendwas zusammen. Okay, wir sind hier und unser Boss ist dort. Ey, das war ein guter Übergang. Eigentlich war es überhaupt kein Übergang, aber okay. Ich wollte mir noch einen Nano Disruptors kaufen und wir haben ein Schild auf der rechten Seite vergessen. Oder auf der linken. Ist mir vorhin in der Garage so aufgefallen. Ey! Was ist denn das hier? Der hat so viel Tech-Points wahrscheinlich für seine Räder ausgegeben, dass er... Oh, sorry, Mate. Boss hat Vorrang. Ey, jeder rennt hier schon mit diesen riesen SMGs rum. Zumindest der größte Teil. Oh, hat sie schon eingeschlagen? Braucht hier jemand Medizin? Leute? Nee, noch keiner. Sehr schön. Was heißt sehr schön? Das ist eigentlich schlecht für mich, denn so gehen meine ganzen Pünktchen flöten. Ah, Medizin, Medizin! Ey, Homie, du musst hier bleiben. Okay, da fliegt er wieder weg. Wie ein Papier im Wind. Ich wollte gerade noch vorhin schimpfen, wollte sagen, jeder baut irgendeine Kackkarre zusammen und spielt diese riesen SMGs. Und keiner achtet auf Kevlar oder auf Bewegung oder irgendwas in der Richtung. Aber hier haben wir das lebende Beispiel dafür, dass tatsächlich jemand die Räder gekauft hat und spielt noch die ganz normalen SMGs. Oder Plasmas oder was auch immer er gespielt hat. Okay, noch sind wir ohne Verluste angekommen. Die sind natürlich alle auf der gegenüberliegenden Seite. Hier unten, der wird wahrscheinlich gleich zerberstet. Soll ich vielleicht mal runterfahren? Ich spotte, wenn es keiner macht. Ich gehe runter, gehe jetzt heilen. Keine Angst, Zeronic, Sonic, CP, wie auch immer, Mofas hier. Ich habe echt tatsächlich das Gefühl, vielleicht weiß es jemand von euch, irgendein Zuschauer von euch, von mir, wie nennt man das, irgendein Zuschauer, ob das tatsächlich so ist, dass die TX-Blöcke wesentlich schneller hochgeheilt werden. Ich bild's mir zumindest ein. Können mich allerdings auch täuschen. Leute, spottet doch wenigstens. Kein Mensch weiß, wie viele Leute hier hinten stehen. Ah, Minecraft, Minecraft. Leute, nicht blocken. Nicht blocken. Ach komm, Leute. Sehr schön gemacht, Mates. Das ist, weil sie natürlich kein Schwan spottet. Okay, das war's für uns. Hätte, der Typ ist gerade vorgefahren, ist wieder zurückgefahren und
Er betätigt nicht diese scheiß Q-Taste. Sorry, Leute, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es ist einfach so. Also ich habe auch schon oft in den Chat geschrieben, dass jeder T3-Spieler wahrscheinlich besser spielt als die T10-Spieler oder die meisten T10-Spieler. Okay, nicht aufregen, Mova, ruhig bleiben, wir gehen ins nächste Battle, da wird alles viel besser laufen. Hoffe ich doch mal. Die Server laufen auf jeden Fall wieder. Gestern hat man ja höchstens, ich glaube, 6 Ründchen oder 7 Ründchen vielleicht. Und es hat ja ewig gedauert, auf die Server zu connecten. Es hat ja teilweise bis zu 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr gedauert. Okay, wir haben hier einen Boss irgendwo. Hier hinten ist er. Schön gepanzert. Oh, der hat ja Doppel- und Dreifachschilder, glaube ich, drauf. Oder sieht es gerade nur so aus? Ich werde mal rüberfahren. Das muss ich mir genauer anschauen. Komm schon, Freeze-Time, ich bin fertig, wenn du es bist. Okay, und los geht's. Ey, nicht blocken hier, ein Typ. Wo ist er denn? Das sind 2, hier vorne muss er sein. Und 2 Medics versammeln sich schon wieder um ihn. Oh, der kommt auch nicht so recht mit seinem Gefährt hier. Das ist immer der Nachteil, oder was viele mitdenken. Sie sind extrem durchschlagskräftig mit einer SMG. Verlieren sie allerdings auch sehr, sehr schnell, weil sie eben gar nicht genug Geld haben, um ihren Panzer dann schön aufzubauen. Und das hier, ja, ein Schuss von der Seite, ein Schuss vom Heck und dann ist das Ding weg, glaube ich. Und deswegen würde ich lieber so eine komplette Konstruktion bauen, sowas. Gut, meinst du es jetzt auch nicht das Feine oder das wirklich Gute? Aber ich denke mal, er hält wenigstens ein bisschen mehr aus als den sein Ding hier. Okay, hier schon wieder gleich voller Kontakt. Und meditieren. Hier vorne ist ein Mate, der braucht Hilfe. Ey, der ist hier drüber geschossen. Habt ihr das gesehen? Ich halte es immer für nicht so ein gutes Zeichen, wenn wir alle gleich so rübergehen und dann drüben angreifen. Denn dann kommt ein Chat drüber geflogen, stört uns ständig. Gerade weil so viele Mates auf dem Spawn sind. Und hier oben haben wir eine Rail. Und die anderen können in Seelenruhe capturen. Und Mofa hat natürlich gar nichts zu tun. Und das ist das... Oh, hier kommt der Megaboss schon. Und die anderen Kleinen werden wahrscheinlich schon capturen. Jetzt muss er ihn aber schnell runterknallen. Er hat 2 Medics, der Gegner. Und die capturen in Seelenruhe, Seelenruhe. Und wir werden das Match hundertprozentig verlieren, denke ich mal. Ich werde jetzt mal pur auf ihn gehen. Leute, ihr müsst weiter capturen. Irgendeiner muss stören, irgendeiner muss rüberfliegen und muss einmal stören, wenigstens. Okay, wie ich gesagt habe, oder wie meine Vermutung war, wir waren viel zu schnell auf dem Gegner spawnen. Die haben gecaptured und wir, keiner natürlich ist von uns auf der Base, um den zu verteidigen. Okay, das war's auf jeden Fall, Leute. Oh, Minecraft! Schön drauf, Mofa, schön drauf! Ist er AFK? Ich hab einen Kill? Oh mein, ey! Typ, was ist denn mit dir los hier? Okay, es ist noch nichts verloren, Leute. Oh, drauf. Mofa, 2. Kill. Nein, 1. Kill, schade. Sie capturen nicht mehr. Oh. Ich häng. Leute, es ist nur noch ein Medic, der ist hier vorne und der ist jetzt gnadenlos geliefert, glaube ich. Okay, lag ich mit meiner Vermutung doch falsch, ging doch nochmal glimpflich für uns aus. Okay, das war's auf jeden Fall. Oh. Okay. Ich hätte mal gesagt, es war mehr Glück als Verstand, glaube ich. Und was bekommen wir? 2000? 3000? 46.000, okay. Ja, das reicht für 2 Steinchen, glaube ich, mit Biegen und Brechen. Leute, ich gehe jetzt nochmal in ein Challenge-Battle. Denn wir haben nämlich 4 Stunden Zeit, wieder aufzuladen. Wir haben gerade im Moment, ich glaube, 9:30. 10 Uhr. Das heißt, wir können dann auf jeden Fall noch eins drücken. Also mit euch zusammen dann. Ich weiß gar nicht, ob man Tier 10 sein muss, um in dieses Challenge-Battle zu kommen. Ich glaube aber schon fast. Okay, wir sind Q-Position 3.
Es sind 57 Server available. Das sind schon mal 57 mehr wie gestern. Hey, hier ist Zippy. Zepai. Oh, verdammt, hier alles verkehrt geschrieben. Hallo. Oh, und immer noch TX in meinem Namen. Das macht einen ja mal richtig stolz. Okay, Leute, aber so viel tut sich ja nicht. Oh, Minecraft, Leute, das wird gut. Oh shit, wir haben zwei Medics und zwei SMGs. Das könnte jetzt schwer werden, Leute. Okay, wir schauen trotzdem, dass wir das Beste hinbekommen. Hallo at all. Ups. Okay, defensiv. Er sagt, wir sollen defensiv bleiben. Ach komm, sag jetzt nicht, dass du nur eine Riesen-SMG drauf hast. Nee, hat unten, glaube ich, noch welche kleben. Okay, wir spielen anscheinend mit einem Italiener. Wir müssen hier bleiben, müssen hier... Vielleicht wäre das auch nicht so eine schlechte Idee für mich, solche Blades drauf zu machen, aber ich glaube, die sind halt sauteuer, die Dinger. Ey Leute, ich weiß, ich fahre gerade rückwärts, allerdings darf ich keine Zeit verlieren. Und die fahren weg vom Spawn, warum auch immer. Okay, ich drehe mich jetzt ganz schnell. Ja, voilà. Sehr schön. Oh, da wird schon geschossen. Ein Medic muss auf jeden Fall immer komplett ganz bleiben, wenn möglich. Leute, ihr müsst nur schießen und spotten. Oh, Mate, zurück, zurück. Die Rail probiert es natürlich jetzt. Da hat sie mich schon. Und schießen, Leute, schießen. Ein Medic muss definitiv am Leben bleiben, Leute. Wen heile ich denn hier überhaupt? Den hinteren Typ? Ja. Ach, meine Mates, das sind auch solche Dumpfbacken. Sie laufen halt nicht weg, ne? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay, der erste ist down. Komm schon, Mofa, komm schon. Oh, mein Griff. Ja, Leute, was will man da machen? Also, da fehlt einem die Spucke. Okay, nee, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück. Ja, liebe Leute, warst du schon wieder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen zeittechnisch nicht auf dem Laufenden. Wisst ihr was? Wir drücken noch ein Röntchen. Wenn das schon so gefailt ist. Okay, 4 Stunden können wir wieder. Wir drücken noch ein Röntchen Practice. Ne, wir gehen natürlich ins normale Battle. Und ich glaube, vielleicht werde ich mir in der Folge heute mal auch einen Helikopter zusammenbauen. Irgend so ein Low-Tier-Ding, so T7 oder so. Ich würde es ja gerne mal probieren. Ich habe schon ein bisschen rumgetüftelt. Und ich glaube, ich habe sogar... Heliblades. Allerdings glaube ich nur 2 Stück oder 3. Aber ich denke mal, die sollten wir relativ schnell zusammenspielen. Any critics? Flip. Okay. Unser Boss ist hier. Nippen. Okay, nee, ich folge jetzt natürlich wie immer meinem Boss. Komm schon. Also die Freestyle, ich finde das echt eine Katastrophe, Leute. Ich hatte noch nie so ein Schild, aber... Ist es tatsächlich immer der Name, wo in der Garage steht? Also wie ihr euren Panzer benennt, oh mein Gott, ja, ich habe ganz heftige Kritik, denn du fährst lauter Scheißsteine. Und du Honk, du sollst vorfahren. Und nicht hier hinten irgendwo campen. Wobei ich ja gerne campen würde. Die kommen bestimmt wieder auf der gegenüberliegenden Seite, könnte ich mir vorstellen. Wow. Ups, sorry. Einfach mal blind gespottet. Oh nee, da könnte es hier vollen Kontakt schon geben. Hier vorne braucht ein Mate Medizin. Okay, ich bin schon da, Leute, ich bin schon da. Mofa hier, keine Angst. Oh, unser Boss braucht Medic. Und spotten, 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 spotten. Keiner spottet. Okay, schön hinter dem Boss verstecken und immer schön heilen.
Es hat zwar einen Nachteil, dass er extrem schwach gepanzert ist, allerdings hat es auch einen Vorteil. Und zwar, dass der Medic sehr schnell hochgeheilt werden kann. Okay, ich muss jetzt voll auf den Boss gehen. Der muss jetzt auf jeden Fall leben. Es spottet wieder kein Schwein. Es ist unglaublich, Leute. Also, ich verstehe es nicht. Ich hoffe, dass die Leute hier irgendwann mal über die Videos stoßen. Letztens hat mich sogar ein Tier 9er gefragt, was Spotten ist, beziehungsweise was man mit der Taste Q macht. Da frage ich mich, wie kommt die überhaupt so weit? Also ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber es ist halt einfach so. Es ist wie wenn man fragt, hey, wie schieße ich in COD oder in Counter-Strike oder was auch immer. Okay, der Boss ist fast down von ihnen, der hat nur noch 33%. Unser hat noch ein bisschen mehr, aber er hat allerdings keine Wummen mehr. Okay, ich glaube, das wird jetzt mega schwer, Leute. Der bräuchte wenigstens eine Wumme, oder meine Mates müssten hier vorgehen. Müssten irgendwas drehen oder regeln. Leute, jetzt so gesehen ist mir gerade der Boss egal, weil... Wer schießt denn hier andauernd? Fliegt hier jemand in dem... Hinter uns! Aber das ist nicht so schlimm, wir halten ein bisschen aus. Ach, Mate! 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 Okay, ich heile jetzt den. Der hat wahrscheinlich mehr Skill als mein Boss. Leute, ich will dir nicht sagen, dass ich der ultra krasse, Crazy-Spieler bin oder so. Aber manchmal, da fragt man sich schon. Ich meine, ich schaue ja auch mal mit der Kamera ab und zu mal um mich rum, wenn ich sehe, dass irgendwas getroffen wird hier. Okay, ich werde hochgeheilt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Unsere Medics machen, glaube ich, einen guten Job hier. Und unser Boss hat 84 HP. Der sollte hier ein bisschen was drücken können. Und hier vorne kommt schon der nächste Plasma-Jäger. Okay, der ist down wahrscheinlich. Das wird jetzt nicht überleben. Mate, ich probiere es mein Bestmöglichstes, aber es geht einfach nicht schneller. Okay, jetzt wurde er endlich gespottet. Ja, kann der sich nicht bewegen hier? Oder was ist hier los? Okay, sehr schön. Meine Mates sind da. Geben mir ein bisschen Support. Da sollte es jetzt schnell gehen. Und hier kommt der SMG-Typ hin. Und der wird ihn wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nutzen, denke ich mal. Ich glaube, es ist noch relativ ausgeglichen. Okay, mein Mate ist hier wieder auf 100 HP und der hier auch gleich wieder. Ey, was hat denn der hier für eine Maschine zusammengebaut? Das dauert ja ewig. An ihn heilen gerade drei Ding rum, drei Medics. Und fahren könnte wahrscheinlich auch schon wieder, aber fährt... Rail, Mates, Rail! Alles kein Problem. Mofas hier. Die sind hier unten, ne? Leute, ich habe jetzt nicht gesehen, was es ist. Das ist eine Plasma. Sie heilen sich wieder gegenseitig hoch. Leute, da müssen wir jetzt runter. Das müssen wir jetzt ändern. Oh shit, da wurde ich schon gehittet. Allerdings genau auf die Schilder. Das passt mir ganz gut. Hier ist ein Medic. Wo ist er denn? Ja, und jetzt voll drauf, Muffa, voll! Oh, regt! Nein! Die Rail kriege ich down. Er hat verschossen. Allen Ansatz hat er verschossen. Auf der Medic. Die Blade weg. Oh, Minecraft, Leute. Minecraft. Ey, ich konnte mich noch bewegen, Leute. Jetzt kann ich mich, glaube ich, nicht mehr bewegen auf dem Eis. Wow. Okay, Leute. Ich muss an Land auf befestigten, nicht rutschigen Untergrund. Sehr schön. Haben wir doch gut gemacht. Ich habe sogar keinen Kill. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, du bist geheilt. Dann gehen wir jetzt einfach capturen. Dann müssen sie zu uns kommen. Ey, zwei Stück müssen noch sein irgendwo. Ich weiß bloß nicht, wo die sind. Könnte sein, dass die irgendwo halb verwest in dem Eck rumliegen. Okay, aber wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall... gewonnen ist nur noch einer, der Lebenstaler oder Lifestealer. Leute, wartet auf mich.
Ich will auch ein paar Pünktchen oder ein Stückchen vom Kuchen. Hui! Wow, amazing. Okay, nee, wir müssen ein bisschen fokussieren. Hier hinten ist er nicht umbringen. Points. So. Don't kill points. Ich glaube, die verstehen das jetzt wahrscheinlich falsch. Sie sollen mit ihm spielen. Nein. Okay, das hätte noch ein paar Pünktchen für Mofa gegeben. Na gut, jetzt kriegt eben der andere ein paar Pünktchen mehr. Aber ich glaube, das Ründchen war gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt Premium, wäre es wahrscheinlich ein Hauch besser geworden. Okay, wir haben 82.000. Als Premium hätten wir ein bisschen mehr bekommen. Okay, liebe Leute, aber dann war es das auf jeden Fall schon wieder von... Ey, was muss ich da lesen? Hals, Maul, du... Das will ich hier gar nicht aussprechen. Okay. Soll mich nicht interessieren. Ja, liebe Leute, dann war es das auf jeden Fall schon wieder von dieser Folge Robokräften. Dann sehen wir uns auf jeden Fall heute im Stream, denke ich mal. Ich denke mal so gegen 18 Uhr. Bis dann, macht's gut, Leute. Euer Mofa-Bächen. Bye, bye.